Ich sage es ja nur ungern. Aber wir haben uns wohl verlaufen. Keine Sorge. Ich benutze mein fotografisches Gedächtnis. Oh, wir sind verloren! Hui! Wir sind ja alle hungriger als Termiten in einem U-Boot. Ich musste am Wochenende tote Insekten essen. Ein ekelhafter Geschmack. Willst du auch was? Nein, vielen Dank. Oh Mann, wie peinlich für ihn. Patrick, wo ist deine Hose geblieben? Ach, die will ich nicht mehr. Ich bin frei. Patrick, komm, lass das. Zieh dir zumindest Schuhe an. Nie wieder. Sicher sieht das aber nicht aus. Sei doch kein Baby, SpongeBob. Aufpassen, Patrick! Nach euch. Seht ihr? Absolut sicher. Hey, Leute, wartet mal, wer uns besucht. Entschuldige, Patrick und ich spielen gerade und er hat schon 37 Mal hintereinander beim Schach gewonnen, so ein Käse. Ich stehe auf Schachkäse. Schön salzig und pikant. Total Korall auf Pizza. Chefs, Käse, nicht Schachkäse. Oh, deswegen schmeckt mein Sandwich so komisch. Okay. Ciao, Sardelle. Miep. Moop. Sagen die sonst nicht immer Miep? Da halten wir uns besser raus. Der gehört zu dieser Klacke. Klicke. Okay. Ah, sein Name ist Saudi. Er will keine Kopie der anderen mehr sein. Er will sein eigener Fisch sein, mit seiner eigenen Persönlichkeit. Ich war mal einen Sommer in Sardelinien. Mup, mup. Aber er weiß noch nicht, welche Persönlichkeit gut zu ihm passt. Keine Sorge, Saudi, wir helfen dir. Gib mir 5! Na gut, ich helfe ihm auch, solange der Kerl mir nicht meine freundliche Persönlichkeit klaut. So. Die Bilder ergänzen sich wirklich gut. Du hast es noch nicht mal richtig drauf. So geht das. Ich hab Durst. Yum, yum. Ich hab immer noch Durst. Oh, Patrick! Durstig! Wasser gibt sicher da drin! Patrick, ich glaube, wir dürfen ohne Camp Leiter Krabs nicht hier drin sein. Oh, genau das Richtige. Hier, nimm auch einen Schluck. Nein, danke. S. Carpus? Das ist ein blöder Name für ein Wasser. Patrick, das war kein Wasser. Du hast Mr. Krabs wertvolles Flaschenschiff getrunken. Oh, oh. Ja. Oh.
verschwinden wir, SpongeBob! Nein, Patrick! Patrick, nein! Gut, wenn ich SpongeBob nicht ausbrechen kann, dann werde ich mich eben einbrechen. Und dafür werde ich jetzt das Cap auf mich halten. Babys können das aber nicht. Denn die haben noch kein Gehirn. Wow. Sowas gab es ja noch nie. Das war ein Dreifach, du bist. Wow. Perla geht in die Geschichtsbücher ein. Danke für gar nichts, du schwachköpfiges Hirn. Ich kitzel deine Türen. Ich kitzel deine Türen. Okay, meine Hübsche, was gibt es zu essen? Schuhe? Wer ist denn Schuhe? Ich nehme ein paar Olivenslipper und öffne mit der Heilhilfe. Wo ist der Imbisswagen? Oh, ja. Das ist die beste Waffe, um einen Imbisswagen zu erlegen. Ein Peilstab für jeden, ihr Verpeilten. Oh. Peilstab! 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 Oh. Imbissjagd! 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 Berühr mich nicht! Was in aller Welt ist hier? Noch etwas Tee? Ja, bitte. Einen Pfannkuchen noch. Sehr liebenswürdig. Pfannkuchen? Darum kann ich nicht mehr rein. Du nicht, bitte, nein! Tu es, mach schon! Nein, nein! Nein, nicht berühren! Oh, bitte! Ich bin zu jung! Nein, 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 nein! Doch, 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 doch! Du bist... Nein! Schluss damit! Jetzt reicht es! Oh. Was? Was ist? Hallo! Sie haben da irgendwas auf dem Kopf? Oh. Oh. Am besten wir legen zuerst die Ränder, dann dieses Teil, dann das hier. Was in Neptuns Namen treibt ihr zwei hier? Wir trainieren für das Danger-Abzeichen. Da steht Ranger-Abzeichen, nicht Danger-Abzeichen. Hey, Herr Thaddäus, haben Sie ein Ranger-Abzeichen? Naja, ich hab's damals versucht. Macht bloß nie das Ranger-Abzeichen. Macht lieber eins, das nicht so gefährlich ist. Das Stell-dich-tot-Abzeichen? Nein. Das Fahr-nach-Hause-Abzeichen? Ach hier, das Finde-Freunde-Abzeichen. Dafür braucht ihr nur 4 Unterschriften. Herr Thaddäus, wollen Sie mein Freund sein? Willst du mein Freund sein? Ich glaube, das zählt nicht, Patrick. Wir sind ja schon Freunde. Unsere Freundschaft steht mir beim Abzeichensammeln im Weg. Hey, wir können doch hier im Camp neue Freunde finden. Meinetwegen. Aber wehe, du kommst mir in die Quere! Dann werde ich dich auslachen! Ihr zwei seid entweder sehr mutig oder ziemlich blöde, euch in dieses finstere Terrain zu wagen. Blöde, wir sind blöde. So wie wir. Wir sind Roxy. Und das ist unser Mitbewohner, Jimmy.
schütteln? Ja, es schüttelt uns. Nur keine Sorge. Weißt du, es schmeckt nach Ahornsirup. Oh! Lecker! Oh. Hallo! Mein Name ist Predatori. Das ist mein Netz. Ich habe es heute Morgen gesponnen. Wie schön! Nimmst du Änderungswünsche an? Und wer von euch ist der Hüttenbetreuer? Hey, Kid! Kid Ferratu! Oh, sieh mal an! Wir müssen jetzt abkratzen. Auf die Matratzen! Hä? Oh! Hey, wofür gab's diese Abzeichen? Na ja, für... Mitternachtsaktivitäten! Wir wollen auch Nachtabzeichen! Da habt ihr Glück. Wir helfen euch. Patrick Cook! Die ultimative Schoko-Knuspertafel! Das wurde auch Zeit! Knuspertafel, Knuspertafel, Knuspertafel! Ja. Reicht das? Ja, es reicht! Ihr zwei Knallalgen habt das letzte Mal meine kostbare Zeit vergeudet. Kommt wieder, wenn ihr echte Moneten habt, klar? Oh, wir wollen doch so gerne etwas kaufen. Oh. Wie wär's damit? Ihr wollt mir den Abfall abkaufen? Ich meine, diese kaum gebrauchte und seltene Piratenschaufel? Natürlich, wieso nicht? Eine Piratenschaufel! Nun sind wir Piraten, das hey, ist ja! Piraten nun, nun! Piraten nun, nun! Wir graben einen Schatz aus! Ich hab ne Karte! Zum Schatz geht's da lang! Das X markiert die Stelle. Dann wird es wohl hier sein. Geht nicht schnell genug. Du meine Güte, das wirst du mir niemals glauben. Ein verborgener Schatz! Wir sind reich! Wir sind reich! Wir haben eine Menge Moneten! Wir können uns alles kaufen! Wir können uns kaufen, was wir wollen! Ich hab eine Idee! Schleichen wir uns einfach in die Kantine und schnappen uns was zu essen! Aber ist das nicht gegen die Regeln? Du armes, naives Schwämmchen. Es gibt Regelregeln und dann gibt es noch die Magenregeln. Verriegelt. Ich hab doch das Einbrech- und Ausräumverdienstabzeichen. Hast du was Gutes gefunden? Nein, bloß diese leere Büchse Kelpo hier. Merkwürdig, als ich die gefunden habe, war die noch nicht leer. Aber hier müssen doch irgendwo Snacks oder sowas sein. Eine sinkende Küche. Junge, das gehört hier wohl auch noch zur Küche. Hey, Mr. Krabs, wie geht's so? Oh, du siehst ja lecker aus. Oh, wenn wir nur wüssten, wo Herr Plankton das richtige Essen aufbewahrt. Seid gegrüßt, Camp-Kinder. Ich kann euch helfen, Essen zu finden. SpongeBob, in dem Rollschuh steckt ein Geist! Oh, es gibt keine Geister, Patrick. Das ist ein magischer Rollschuh. Hier.
wie Essen aus, das man wirklich essen kann. Nein! Wieso wird mir das alles immer verwehrt? Herr Plankton macht das folgendermaßen. Jungs? Danke, magischer Rollschuh. Hätte ich Ihnen das mit den Nebenwirkungen sagen sollen? Heute ist... der erste Tag der Quallensaison. Also, sobald ihr die Trillerpfeife hört... Quallenfischen! Was ist? Musst du vielleicht auf die Toilette? Dann könnt ihr ja ein... Ich muss! Nur zu, wir warten. Ja, könnt ihr jetzt mal anfangen? Ich bin bereit. Oh, Entschuldigung, mein Netz liegt auf dem Klo. Was wollte ich noch gleich? Dein Netz! Oh, danke, ich hab da eins. Ganz ruhig, Herr Thaddäus. Also gut. Eins, zwei... Oh, ich hab den Herd nicht ausgemacht. Patrick, wir haben überhaupt keinen Herd. Oh, worauf warten Sie denn? Sie sollen trillern! Ich soll? Wir haben es uns bloß ausgelinert. Und zwar für eine frische Ladung Zuckerquetschi. Zuckerquetschi? Zuckerquetschi! So fein möchte jedes Süßzeug sein. Und? Was sagst du? Hui! Zuckerquetschi ist einfach das Größte. Und hier ist für euch Camper Patrick. Oh, oh, diese Melone sieht ja verschimmelt aus. Zum Glück habe ich mein Melonenmatscha. Erst war es lustig, dann wurde es lahm. Dann wurde es noch lahmer und dann wieder lustig. Die dreifache Kruste bewahrt den Kuchen und Milch vor Unfällen. Aber nicht vor einem Erdbeben. Was? Ausgezeichnete Arbeit, Camper. Das Plumpsklo musste dringend mal gereinigt werden. Was muss man in diesem Camp machen, um eine Auszeit zu bekommen? Zum Beispiel das Halstuch in den Dreck werfen. Du respektierst das Camp-Eigentum nicht. Damit hast du dir die Auszeit selbst eingebrockt. Oh, ja! Handschellen bitte! Noch ein böser Bube für den Haupttrakt. Ihr zwei, bleibt locker. Ich komme später noch mal rein. Hey, Kumpel,
Ich komme, damit du nicht alleine bist. Kennen wir uns? Ich bin es, Patrick. Aber ich habe schon einen Patrick. Das ist Patrick. Er ist mein bester Freund. Aber ich dachte, ich bin dein bester Freund. Hey, hier flüstert niemand außer mir in SpongeBobs Löcher. Ha! Okay, ich nehme an, dass du von uns beiden schlauer bist. Und du riechst vielleicht besser. Und ja, du siehst besser aus, was ziemlich schwierig ist. Aber SpongeBob ist mein Schwamm, verstanden? Oh, Patrick, tu Patrick nicht weh. Jetzt hör endlich auf, so wunderschön zu sein. Geh runter von mir, du Traumtyp. Oh, jetzt reiß dich zusammen und kämpf gegen mich, du heißer Feger! Patrick, das wird schon, Kumpel. Also dann, eure Auszeit ist vorbei, Jungs. Nein! Ich sagte, dass ihr keinen Hüttenarrest mehr habt. Raus, los! Oh, hallo, Patrick. Hi, SpongeBob. Wir wurden begnadigt. Gehen wir? Honig? Okay, ich tue es. Honig! Patrick. Er ist schneller untergegangen als ein Traktor einer Matschpfütze. Das ist doch die allerwichtigste Regel, nicht untergehen. Patrick. Hey, Kumpel, komm schnell wieder hoch. Es geht mir gut. Nichts passiert. Augenblick, das stimmt gar nicht. Hilfe! Nein! Wach auf! Wach auf! Na komm schon! Halt, Mrs. Puff, er ist schon wach! Richtig! Camper Patrick, wie zum meeresblauen Seepferdchen bist du überhaupt an dein Schwimmabzeichen gekommen? Ach, das war kinderleicht! Ich habe es selbst gebastelt! Klar, natürlich hast du das. Ich befürchte allerdings, Campkinder ohne echtes Schwimmabzeichen dürfen leider nur... im Kaulquappenbecken baden. Was? Das können sie doch nicht machen. Nein, nein, ich will aber nicht zu den Babys. Wenn du möchtest, dann bringe ich dir das Schwimmen bei. Ja! Nein! Rühr dich nicht vom Fleck. Lass mich nachdenken. Ich könnte ihn an eine Boje binden. Nein, aber ich könnte ihn mit Helium füllen. Wäre möglich. Chirurgisch einen Außenbordmotor anbringen? Nein, das macht zu viel Dreck. Oh nein! Das kannst du vergessen. Da. Geschafft! Ich bin frei! Ich bin frei! Ich bin verloren.
Lass bloß Herr Thaddäus in Ruhe! Niemand zerquetscht meinen Betreuer außer mir! Hast mich gerettet, Patrick. Kein Ding. Ich habe doch schon gesagt, ich werde alles für sie tun. Weißt du, Patrick, zuerst dachte ich, ich würde hier draußen sterben, weil du so ein Idiot bist. Aber jetzt habe ich hier die beste Zeit meines Lebens. Ich dachte auch, dass wir sterben würden. Hättest du mir vor all diesen Wochen erzählt, dass ich mit dir hier festsitzen würde und mit dir tanze? Was? Wir tanzen. Naja, ich tanze und sie folgen. Nein, Patrick, das bedeutet, meine Knöcheln geht's besser. Juhu! Ich bin geheilt. Das bedeutet, wir können zurück ins Camp Coral. Sie wollen wieder zurück? Ja, natürlich. So schnell wie möglich. Oh, ich dachte, wir wären hier glücklich. Nein, falsch gedacht. Wir gehen. Aber ich will hier nicht weg. Das ist das einzige Zuhause, an das ich mich erinnere. Sehen Sie mal, ich habe eine Klarinette aus Blättern gebastelt. Sie klingt fantastisch. Hören Sie mal. Das sind Giftzitternblätter. Oh, deshalb juckt es so. Ja, Patrick, meine Knöchel. Nicht schon wieder. Oh, tut mir leid, Herr Thaddäus. Heißt das, wir bleiben hier? Nein, wir werden nicht mehr warten. Wir gehen zurück ins Camp, selbst wenn du mich den Weg dorthin tragen musst. Gut, meinetwegen. Aber wir behalten das hier als Ferienhaus. Vielleicht können wir es vermieten. Eine Einzimmerwohnung in dieser öden Lage? Viel Glück. Wir schaffen es, Kumpel! Ich schaffe es doch nicht. Ich kann nicht mehr laufen. Oh nein, das ist das Ende. Wir werden hier sterben. Verschollen und mitten im Camp Coral. Oh Mann, wir haben es geschafft. Howdy, Leute. Das ist alles? Howdy, Leute. Warum habt ihr keinen Suchtrupp nach uns losgeschickt? Ich war Wochen im Holzfelsen von diesem Clown eingesperrt. Warum sollten wir denn einen Suchtrupp nach euch schicken? Den Geräuschen nach dachten wir, ihr spielt Vater, Mutter, Kind. Ihr konntet uns hören? Klar, wir haben ja keine Bohnen in den Ohren. Und ihr wart nur 3 Meter entfernt. Wuhu, es geht aus! Dann komm, Sandy, wir sehen uns an der Kantine. Na, es wurde aber auch Zeit, dass wir wieder echte Nahrung kriegen. Gehen wir. Ich hoffe, heute gibt's Dreck. Wir kommen hier nicht raus. Nicht schon wieder. Wollen wir? Diesmal führe ich. Ach, wow.
Oh.